Verknüpfte Texte zwischen InDesign-Dokumenten. Häufig gibt es ja das Problem, dass man einen Textbestandteil, wie beispielsweise in meinem Fall mal so eine Art Impressum, in mehreren Dokumenten verwenden möchte oder muss. Und wenn es denn eine Änderung gibt, dann hat man das Problem, dass man es in allen Dokumenten machen muss. Ein relativ einfacher Weg, das in das entsprechende Zieldokument zu übertragen, was die meisten Leute auch bis dato häufig benutzen, das ist hier über das Hyperlinks-Panel in der Version CS6, wo ich bin. In späteren Versionen gibt es da auch ein eigenes für. Gibt es hier unten die Möglichkeit, Querverweise hinzuzufügen. Ich mache jetzt mal einfach einen neuen Querverweis. Kann dann hier zwischen offenen Dokumenten oder ich kann auch eins auf der Festplatte suchen, kann ich mir ein Referenzdokument auswählen und gehe dann in die Formate rein und kann mir das auswählen. Sieht man jetzt hier auch oben in dem Bereich. Nachteil dieser Lösung ist, wie man sehen kann, ich müsste jetzt, wenn ich drei Absätze habe in meinem Impressum oder ich habe sogar noch eine Überschrift, müsste ich halt das Ganze viermal machen und ich muss, da muss ich auch drauf achten, das Ganze mal anpassen, weil ich brauche ja beispielsweise nicht diese ganze Seitenzahl und Gänsefüßchen-Geschichten. Und dann bin ich hier. Vorteil dieser Lösung ist, ich kann mir jetzt relativ frei meine ganzen Absatzformate hier einpositionieren. Aber wie gesagt, für etwas längere Geschichten, gerade so ein Impressum, was sehr viele Absätze hat, taugt das nur bedingt. Ich gehe mal zurück und zeige nochmal das Original. Das ist jetzt hier die Variante, die ich gesetzt habe, die in einem Textrahmen sitzt. Wenn ich jetzt ein simples Copy and Paste mache, das heißt, ich gehe auf Bearbeiten, Kopieren und gehe hier in das Dokument und sage Bearbeiten, Einfügen, dann habe ich das Problem, dass die beiden eben nicht verheiratet sind. Das wäre der Standardfall. Für diese Variante gibt es aber seit CS6 ein neues Werkzeug. Ich gehe mal zurück in das entsprechende Quelldokument und zwar ist das hier das Inhaltsaufnahmewerkzeug oder auch Content Dropper genannt. Und zwar kann ich mir jetzt hier ein Element nehmen, packe das hier sozusagen in meinen Content Dropper rein, gehe jetzt in mein Zieldokument und kann das Ganze hier wieder ausgeben. Und zwar habe ich hier auch jetzt die Möglichkeit, und das ist halt etwas, was es sonst nicht so einfach gibt, hier unten kann ich sagen Verknüpfung erstellen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einbette, sieht man, das Ganze kommt eins zu eins rein. Und in der verknüpften Palette ist das Ganze auch mit drinne. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und sage, das wollte ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier reingehe und sage, das soll Impressum heißen, aber zwischen dem Impressum hier, da soll der Teil soll meinetwegen groß geschrieben werden, ist relativ egal, was ich jetzt hier mache. Und gehe jetzt in mein Ziel rein, dann sehe ich das klassische Icon. Achtung, Achtung, hier hat sich was geändert. Und wenn ich es jetzt ändere, sieht man, was passiert. Das Ganze ist entsprechend angepasst. Kleiner Nachteil an dieser Lösung ist, das Layout bleibt erhalten. Und das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, ich packe das hier nochmal weg. Ich gehe wieder mein Zieldokument zurück, mache das auch nochmal rückgängig. Eigentlich will ich meistens ja nur den Inhalt haben. Und das geht mit beiden Lösungen halt nicht so wirklich zufriedenstellend. Eine Variante, die relativ unbekannt, glaube ich, ist, die geht auch über das Inhaltsaufnahmewerkzeug, aber jetzt an der Stelle einen anderen Weg. Ich markiere mir hier meinen entsprechenden Textinhalt, gehe dann auf Bearbeiten, Platzieren und Verknüpfen. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Dann geht auch der Content-Dropper aus, aber wie man sehen kann, ist zwar jetzt eben so eine Art von grünem Viereck, was hier erschienen ist, also das Layout wurde eben erhalten. Jetzt habe ich nur noch den Inhalt. Jetzt gehe ich auf die andere Seite und kann das Ganze hier in meinen Textrahmen platzieren. Was ich auch noch machen kann, ist, ich kann Formate zuordnen. Ich zeige auch gleich, was passiert. Und zwar, wie wir jetzt sehen, es ist nicht nur der Text reingekommen, sondern gar noch zusätzlich sind hier die Formate reingekommen, die ich in meinem Ursprungsdokument habe. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt beispielsweise in dieses Impressumsformat reingehen, kann sagen, bitte alles in Versalien schreiben. Mache hier eine entsprechende Anpassung des Formates, damit es wieder sauber ist. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe in mein Quelldokument und mache hier mein erstes Impressum beispielsweise draus, kriege ich klassischerweise hier auch wieder diese Verknüpfungswarnung. Und wenn ich jetzt mit dem entsprechenden Werkzeug darauf gehe, sehe ich, aha, es ändert sich sozusagen der Inhalt. Aber da ich im Format hier eine andere Einstellung habe, ist lediglich der Inhalt verkettet, nicht aber die Formate. Man kann die Formate mitnehmen, man muss sie nicht mitnehmen. Das ist eine persönliche Geschmacksfrage. Wer also Texte innerhalb verschiedener InDesign-Dokumente verknüpfen möchte, gerade wenn es mehrere Absätze geht, wäre meine Empfehlung, nehmen Sie sich den Content Dropper oder das Inhaltswerkzeug hier, platzieren und verknüpfen und dann eben über die Variante nachher wieder einfügen.